Guten Morgen zusammen. Die Aufnahmen sind jetzt gerade mal ein bisschen dunkler. Ich bin gerade angefangen, die Innenverkleidung wieder an die Wände zu machen. Hab jetzt nur hinten den Halogenstrahler an und es ist so kalt. Wir haben hier in der Garage minus 3 Grad. Ich werde jetzt gleich reingehen und hier dieses Kabelwirrwarr wieder in den Originalzustand erstmal zurückversetzen. Und dann die Deckenverkleidung auch anbringen. Wie das mit dem Film währenddessen ist, schauen wir mal, weil es hier gerade echt zu dunkel ist, glaube ich. Ja, jetzt, ich versuche mal mit einer Hand zu filmen und mit der anderen zu zeigen, was ich hier mache. Dieses Kabel ist leicht beschädigt. Das werde ich jetzt hier erstmal kürzen. Die anderen circa auf derselben Länge, weil das ja diese komische Kabellage von der Zusatzbeleuchtung war mit 40 Watt, was definitiv nicht tragbar ist. Hier sieht man schön meinen Strahler draußen, der mir so ein bisschen helfen soll, hier dieses Wirrwarr wieder hinzukriegen. Da bin ich gerade wieder selber irritiert. Hier sind jetzt 4 Kabel. Muss ich natürlich auch einzeln erstmal kappen, um zu wissen, wo es dann nachher lang geht. Und welches Kabel wofür ist. So, ich hoffe, das war schon mal halbwegs anschaulich. Und jetzt, um die Kabelklemmen drauf zu machen oder Kabelschuhe, brauche ich leider beide Hände. Ich würde sagen, Operation gelungen, Lampe an. Wie ihr sehen könnt, ist nach nur einer 15 Ampere Sicherung das Ganze am Leuchten. Jetzt mache ich die Lampe wieder ab, mache die Deckenverkleidung dran und dann kann ich die Lampen einklicken. Wie ihr sehen könnt, das erste Deckenpanel ist halbwegs provisorisch erstmal dran. Jetzt muss ich hier diese Nieten da wieder reintreiben in diese kleinen Lüsken hier. Das geht aber relativ gut, wenn man erstmal einen Anfang hat. Ein oder anderen muss man mit ein bisschen Gewalt dazu zwingen. Aber so im Großen und Ganzen geht's gut. Durch einen dummen Fehler habe ich mir jetzt gerade die zweite Sicherung durchgehauen. Aber wie das so im Übereifer manchmal passiert, ist halt passiert. Deswegen, jetzt geht's erstmal weiter, die Dinger dran machen und dann schauen wir mal. Ja, ich weiß nicht, ob man es hören kann. Aber trotz dieser minus 3 Grad hier in der Garage bin ich am Schwitzen. Also diese blöden Dachpappen hier wieder dran bringen, ist extrem anstrengend. Diese Nieten da wieder reintreiben, weil die auch alle ein bisschen gelitten haben, machen beim Rausmachen. Dann diese Mittelschiene. Habe ich erst gedacht, ich hätte die Seiten verkehrt drin, aber nein. Die Pinne, die an der Schiene befestigt sind, sind variabel. Die haben sich natürlich verschoben gehabt und deswegen habe ich die da nicht mehr reingekriegt. Ja, jetzt mache ich die restlichen von diesen kleinen Scheißern da noch rein. Die habe ich hier auf meinem Tuch liegen. Und wenn die alle da oben drin sind, dann habe ich nur noch diese 4 hässlichen Löcher von den Spots, die da waren. Aber dann lasse ich mir auch noch was Passendes für einfallen. Also, jetzt erstmal die Dinger noch rein, dass die Pappe wieder vernünftig fest ist. Hier sieht man jetzt schön die Bodenkonstruktion. Die werde ich jetzt nochmal vermessen, wo ich meine Bohrlöcher mache. Weil im Karosserieboden selber sind ja schon ein paar Löcher von dem alten Schienensystem, was da drin war. Die werde ich weiter nutzen. Die sind völlig in Ordnung, ohne Rost und alles. Deswegen werde ich die jetzt hier auf der Platte anzeichnen und vorbohren, bevor ich die Isolierung da jetzt drauf mache und den Bodenbelag. Ja, auf der Seite muss ich jetzt auch noch vorbohren. Einmal hier. Ein bisschen freimachen. So. Das mache ich jetzt noch 2, 4, 6 Mal. Das wird dann die Verschraubung für den Fußboden, der auf dem Bordboden festgemacht wird.
Ich hoffe, ihr könnt jetzt hier gut sehen. Ich habe von EasyCut diese zusätzliche Isolierung für den Boden. Die ist einer Seite ist Aluminium beschichtet, die andere Seite ist mit so einem Schaumgummi. Das Ganze hat jetzt nur 5 mm, ja, 5 waren es. Aber die hat eine Diffusionssperre, also diesen Feuchtigkeitsschutz vor Dampf und. Und wenn man die Hand kurz drauflegt, so wie hier, man hat sofort dieses Wärmeempfinden. Ich denke mir mal, das ist als Unterbodenkonstruktion eine gute Sache, weil das Armaflex schon sehr weich ist. Und ich glaube, für den Boden nicht das Optimale. Daher habe ich mich für dieses hier entschieden. Ob es richtig ist oder nicht, wird die Zeit zeigen. Aber ich habe dabei ein ganz gutes Gefühl, so wie ich mich da eingelesen habe. Das Ganze habe ich jetzt hier zugeschnitten, wie ihr seht. Einmal entsprechend des Einstiegs. Hier sind überall so kleine Nut- und Federgeschichten, dass man das Ganze auch noch stecken könnte. Aber ich verklebe das ja zusätzlich. Und das wird schon seinen gewünschten Erfolg haben. Jetzt werde ich das Ganze hier mit dem klassischen doppelseitigen Klebeband eben auf der USB-Platte fixieren und dann einmal in den Bulli legen, um zu gucken, wie die Passgenauigkeit ist. Natürlich pfiffig, wenn ich das Klebeband genau vor die Kamera lege. Ich hoffe, ihr wollt trotzdem was sehen gerade. Ich werde das Ganze jetzt nur so punktuell eben ankleben, weil das muss ja kein Gewicht oder sonst was halten, sondern einfach nur fixiert sein. Und dafür müssen diese kurzen Streifen einfach reichen. Jetzt habe ich Bedenken, weil bei der Kälte hier, ob das überhaupt alles richtig klebt. Aber ich werde es ausprobieren. Sonst erfahre ich es auch nicht. Ja, die Schere muss auch geschärft werden, merke ich gerade. Alles nicht mehr das Wahre hier. Wenn man das alles alleine macht, fehlt einem oft die dritte Hand, muss ich feststellen. Aber leider ist keiner dabei, der Lust oder Zeit hätte. Und der Marvin ist krank oder der Marc ist kaputt vom Arbeiten, deswegen muss auch so gehen. Jetzt sieht man schön, wie es schon mal Gestalt annimmt. Erste Platte liegt drin. Diese Isolierung ist fast fertig. Muss natürlich noch ein bisschen mehr rein in die Ecken jetzt hier, die kleinen Ritzen. Das schnibbel ich jetzt zurecht und das geht bei dem sehr gut. Durch diese Quadratanordnung kann man darauf perfekt schneiden und auch abmessen. Es ist vollbracht. Der Boden ist drinne. Er ist verschraubt mit 4,8 x 45 mm Schrauben. Selbstschneidend. Die werde ich von unten dann die nächsten Tage noch versiegeln, weil die jetzt durch den Unterboden durch sind. Und viel mehr gibt es da jetzt gar nicht zu sagen. Ich hoffe, das Ganze hat euch wieder gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, brauche ich eigentlich nicht sagen. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Das nächste wird jetzt sein, dass ich die Möbel mal reinstelle, was ich schon fertig geschraubt habe, um zu schauen, ob das mit den Maßen so passt, wie ich mir das vorstelle. Und wenn die drinne stehen sollten, so wie mir das zusagt, werde ich dann den Boden zuerst reinlegen, also diesen Linoleumboden. Und dann alles miteinander wieder verschrauben. Also, macht's gut, euer Markus.